Hallihallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Live-Update. Ja, mein letztes Live-Update war ja jetzt schon ein halbes Jahr her, würde ich mal sagen. Also am Anfang von Corona habe ich ein bisschen mal was gemacht. Ja, und ich dachte einfach, ich erzähle euch jetzt nochmal was, wie es gerade so läuft, wie es gerade so mit dem Fliegen aussieht, wie es da so abgeht, was zurzeit meine Zukunftspläne sind, wie mein letztes halbes Jahr war. Ich erzähle euch einfach mal ein bisschen so, habe mir da ein paar Punkte gemacht, ja. Und dachte auch, ich fange auch schon mit dem wichtigsten Thema an, mit dem Fliegen-Thema. Interessiert die meisten Leute, ja. Und dann starten wir auch schon mit diesem Video. Ich wünsche euch dann ganz viel Spaß hiermit. So. Aber jetzt eben die Frage, wie es so bei mir aussieht, bei uns gerade aussieht. Ja, wir fliegen total wenig. Das letzte halbe Jahr bin ich, glaube ich, 3-4 Mal geflogen. Ich war jetzt einmal in einem halben Jahr auf Langstrecke in Chicago. Aber man muss auch sagen, warum ich auch so extrem wenig jetzt geflogen bin. Ich hatte jetzt auch tatsächlich die letzten 2 Monate Urlaub. Und wir sind ja alle in Kurzarbeit seit März. Und meine Stunden vom Urlaub hatten meine Kurzarbeitszeit schon aufgefüllt. Also hatte ich quasi gar nicht mehr die Chance, überhaupt was fliegen zu können. Und ja, wir fliegen jetzt ja eigentlich auch schon wieder relativ viel, finde ich. Also wir fliegen auch schon wieder viele Langstrecken. Wir fliegen Indien, schon wieder Amerika. Und es ist halt so, wir fliegen halt nicht mehr so oft raus wie vorher. Und es sind ja immer noch überall so Einreisebeschränkungen und wieder neue Risikoländer, die dazugekommen sind. Ja, also werden wir tatsächlich nicht so stark zurzeit benötigt und bin ich ziemlich viel zu Hause. Ich bin jetzt am Sonntag, also bei mir jetzt vor 2 Tagen, nach Bremen hin und zurück geflogen, also so eine Eintagestour. Mein erster Flug wieder seit 3 Monaten gewesen. Ja, das ist bei uns ziemlich wenig mit Fliegen, aber ich hoffe, dass es bald wieder bergauf geht. Und alle, die Nachrichten verfolgen, die wissen eigentlich jetzt auch nicht weniger als ich. Also wir wissen auch nicht so viel und ja, ich denke, man wird sehen, was die Zukunft bringt. Ich bin mal gespannt wirklich. Also ich habe mich jetzt auch schon letzte Woche, war der Chris bei mir zu Besuch. Also der Chris ist ja auch ein Fliegerkumpel von mir. Wir haben uns auch mal darüber unterhalten, was ist denn, wenn wir tatsächlich jetzt irgendwann gekündigt werden oder... Also freiwillig würden wir beide nicht gehen. Also ich auch auf keinen Fall. Ich würde wirklich so gerne wie möglich weiterfliegen. Ja, wenn wir gekündigt werden würden, dann wäre das halt so. Also wir haben auch schon halt gesagt, naja, kann man halt nicht ändern. Dann war es halt eine geile Zeit bis dahin. Und dann ist es halt so. Also ich denke mir halt auch immer wirklich, wenn sich eine Türe schließt, öffnet sich eine neue. Und ich mache ja mein Studium. Zu dem komme ich auch nochmal später. Ja, und dann würde ich halt irgendwas in die Richtung halt dann machen, wer weiß. Aber ich denke... Ja, es ist einfach gerade schwierig, so man weiß nicht, wohin das führt. Das ist so die erste Krise, die quasi ich miterlebe. Es gab ja auch 9/11 oder sonst irgendwelche Krisen schon früher in der Flugbranche. Aber ja, das ist jetzt halt die erste, die ich quasi so miterlebe und wir werden sehen, wohin das führt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, wenn ich wieder mal eine Langstrecke fliegen darf. Also ich habe jetzt auch bald wieder, also nächsten Monat habe ich wieder Rufbereitschaft und ich hoffe so... dass ich irgendwas Cooles fliege, dass ich echt wirklich eine Langstrecke oder so, würde ich mich super freuen. Also ich vermisse auch schon wieder so, ich sag auch schon, mir reicht es auch nur ein Hotelzimmer. Irgendwie, ich vermisse es jetzt schon wieder, also würde ich jetzt schon gern fliegen. Deswegen in der Hinsicht gibt es nicht so viel Neues zu erzählen. Wir werden sehen, wohin das sich die nächsten Jahre bewegen wird oder wie lange das dauert. Und da ja bei uns eigentlich schon auch geschaut wird, dass Personal abgebaut wird, gehe ich mal nicht davon aus, dass sich in den nächsten Zeiten man sich als Flugpersonal oder als Flugbegleiter bewerben kann. Aber es kann sich auch ganz schnell wieder ändern, weil es ist wirklich tatsächlich so, wenn es nächstes Jahr wieder voll losgeht, dann braucht man wieder Personal. Also deswegen, man kann es nicht sagen, das ist so ein bisschen ein unsicheres Thema. Ich will da auch überhaupt nichts irgendwie vorab erzählen. Lufthansa hat auch eine neue Airline gegründet, Ocean Airline. Aber wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann lest wirklich die aktuellen Nachrichten, weil da wisst ihr, denke ich mal, dann, oder die wissen besser Bescheid als ich. Und ja, genau, so sieht es auf jeden Fall aus. Ich fliege tatsächlich nicht viel. Ich bin wirklich im letzten halben Jahr, wenn man es an Tagen abzählt, wahrscheinlich 5 Tage geflogen, unterwegs gewesen. Das ist ja echt nicht viel. Nichtsdestotrotz habe ich die Zeit hier zu Hause total genossen und voll genutzt. Also der Sommer, der war echt auch trotzdem cool, obwohl er halt hier
sich nur fast in Deutschland abgespielt hat. Nein, Spaß, ich war ja ziemlich viel unterwegs. Also es war echt schön, dass ich dieses Jahr mit meiner Mama in Urlaub konnte, mit meiner Schwester und mit Niklas. Also es war echt Hammer, es war echt richtig schön. Ich habe das voll genossen, das war so toll, dass wir unterwegs waren. Und sonst habe ich auch zu Hause hier echt den Sommer richtig genossen. Ich glaube, ich habe in dem halben Jahr echt auch ziemlich viel so über mich gelernt, irgendwie nochmal was Neues, mich weiterentwickelt. Auch doof, wenn es sich so anhört, aber irgendwie hatte ich halt in dem halben Jahr jetzt echt so viel Zeit, auch so Sachen zu machen, mir nochmal Gedanken zu machen, was willst du machen, Andrea, was in der Zukunft, wie sieht es so aus, weil irgendwie war ich halt während dem Fliegen, wenn man so arbeitet, ist man halt in wie so einem Tunnel gefangen und man merkt es eigentlich so selber gar nicht. Also klar kommt man da mal ein bisschen dann raus, wenn man in Urlaub geht oder wenn man Urlaub hat oder so. Aber es war halt irgendwie, man hat halt immer so für den nächsten Flug gelebt und ja, es ist eine total geile Zeit gewesen. Also wäre jetzt auch nicht schlimm, wenn es immer noch so ist, aber die Zeit jetzt mit Corona war eigentlich auch mal so ganz gut, weil ich mal halt super viel Zeit für meine Familie hatte, für Freunde und ja, halt auch generell für mein Zuhause, so für mich. Ich habe sehr viel renoviert, also die meisten wissen ja, dass ich eine Palettenlounge gebaut habe. Habe ich ja sehr oft gepostet auf Instagram und so. Und auch, dass ich jetzt neu eine Schiebetür habe, die steht nämlich da hinten. Sie ist so schön, die ist jetzt eingebaut, die wurde letzte Woche bei mir eingebaut. Auch wenn es sich eigentlich so schnell anhört, aber da steckt schon immer viel so dahinter. Also muss ich immer so entscheiden, was will man jetzt, die Tür bestellen. Nämlich, ich habe selber die Türe bestellt und ja. Voll geil, jetzt ist die auf jeden Fall drin seit eben 4-5 Tagen. Ich habe jetzt ein abgegrenztes Schlafzimmer, weil ich hatte ja eine offene Wohnung. Also bei mir ist ja alles offen gewesen. Und mit den Katzen war das halt einfach schwierig, weil wir halt fast nicht hier schlafen konnten. Also die Katzen, die waren halt immer wach um 4, um 5. Die kamen, haben dann uns ihre Spielzeuge ans Ohr gelegt und ja. Also die Katzen sind halt einfach noch jung bei mir, die sind jetzt ein Jahr alt mittlerweile. Die hatten jetzt im September irgendwann mal Geburtstag, ich weiß nicht gescheit wann, aber ich weiß, dass die beide im September Geburtstag haben oder da geboren sind. Und jetzt haben wir auf jeden Fall eine Schiebetür und da freue ich mich richtig stark. Generell, also ich hatte wirklich Zeit so für mich. Ja, ich habe auch mein letztes Semester ziemlich schnell durchgezogen gehabt. Ich war ja dann schon im Juni, glaube ich, fertig. Und bei mir geht es jetzt wieder weiter. Also ich hatte dann 3 Monate frei über den Sommer. So hatte ich das mir geplant. Und bei mir geht es am 24. September wieder weiter. Sprich in 3 Tagen. Also ich glaube einfach wirklich, die Zeit, die war ziemlich wertvoll einfach, weil ich halt ziemlich viel hier zu Hause ausprobieren konnte, ziemlich viel machen konnte, ziemlich viel mit Freunden, irgendwelche Sachen unternehmen, mit meinem Papa neue Sachen ausprobieren. Ich war mit meinem Papa ja vor 3 Wochen auf so einem Klettersteig. Ja, dann habe ich Zeit gehabt, bei mir Teppiche zu kaufen. Generell irgendwie. Also, ja. War jetzt voll schön. Also, ich glaube, das ist wirklich eine geschenkte Zeit gewesen. Man kriegt sowas nie wieder im Leben. Ich fühle mich ein bisschen wie so ein Rentner. Ja, und dann war auch noch viel mit meiner App. Musste erledigt werden. Die ist jetzt eigentlich ziemlich fertig. Es hat sich jetzt nur mit Corona auch verzögert, dass die gelauncht wird, meine App. Wir wissen auch noch nicht so wann genau, das ist ein bisschen auch blöd, aber ja, wird schon zum richtigen Zeitpunkt kommen alles und es ist alles noch in Planung und in Bearbeitung und da steckt immer noch super viel Kraft dahinter und super viel, wo ich mich auch mit damit befassen will. Und ich werde auch in Zukunft wieder mehr schauen, dass ich mehr auf YouTube mache oder sonst irgendwie. Ich habe es auch geplant mit Chris nochmal. Wir planen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon verraten darf. Wir planen eventuell, wenn es geht, im November nach Dubai zu gehen oder irgendwo hin. Also wir haben da eben so ein paar Pläne. Wollen wir ein paar coole Sachen machen, ein paar coole Projekte, die wir da zu zweit planen. Weil bei Chris und seinem YouTube-Kanal läuft es auch bald an. Also der ist noch dabei in der Startphase. Der Chris, der braucht aber ein bisschen länger so zum Planen. Also der ist da nicht so schnell wie ich, sondern der braucht immer eine lange Vorbereitungszeit. Und der, ja. Aber ihr werdet es auch sehen. Das wird es auf jeden Fall immer noch im Gespräch. Wird auf jeden Fall online kommen. Er hat nämlich auch schon Videos gedreht. Ja. Also die werden mal bald, ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Und genau, wir planen in Businessurlaub zu gehen im November, wenn es geht, nach Dubai oder irgendwo anders hin. Wir wollen gerne eigentlich ein bisschen weiter weg fliegen. Das hat nämlich auch einen Grund mit ein paar Videos, aber das werdet ihr dann alles sehen, falls es klappt. Ja, hoffen wir mal, dass das klappt, dass bis dahin das wieder alles geöffnet wird, weil wir wissen es ja selber nicht. Also ich glaube, ihr wisst es so wie wir, dass es halt gerade so unsicher alles ist. Deswegen, ja. Und Angst haben wir eigentlich keine so vor Corona. Ich weiß nicht, wie ist denn das noch bei euch so?
Ich finde es irgendwie schwierig. Also ich natürlich, ich schütze mich. Irgendwie hat man sich, finde ich, auch schon so dran gewöhnt, dass jeder so auf Mindestabstand geht, oder? Also es ist schon so gar nicht mehr normal irgendwie, dass man nah bei anderen fremden Leuten steht. Ich weiß nicht. Ist auch ganz lustig. Ich hatte jetzt paar Mal so die Momente, wo ich irgendwie einen Film geschaut habe oder so und dann irgendwie die in den Filmen so mega nah, so Fremde aneinander gegangen sind, wo ich mir so gedacht habe, voll krass. Sowas, das würde jetzt gerade gar nicht mehr gehen, einfach bei uns voll normal jetzt auch so mit Masken. Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen länger andauern wird, also auch generell das mit den Supermärkten und so. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt abgeschafft wird, weil ich weiß nicht, ist ja schon alles Hygiene und ja, auch beim Fliegen, ich weiß es echt auch nicht, ob das irgendwie gelockert wird oder ob das jetzt halt normal ist, weil es ja wirklich so global ist und ob dann nach Corona irgendwie das nächste kommt, ich weiß es nicht. Aber ich meine, ich finde es nicht so schlimm. Also ist klar schon, ich finde es ätzend mit der Maske, aber ich glaube vielleicht, wir müssen uns echt daran gewöhnen, ich weiß es nicht. Das sind eigentlich so gerade so meine Live-Updates-Sachen. Genau, mein Studium fängt jetzt wieder an. Ich mache einen Motorradführerschein gerade. Also habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, einen Motorradaufbauführerschein. Und ich habe jetzt dann noch bald meine Prüfung. Also ich brauche ja für so einen Aufstiegführerschein, weil ich mit 16 schon mal den A1-Führerschein gemacht hatte. Also das kleine Motorrad, 125er, braucht man nur noch so eigentlich, glaube ich, eine Fahrstunde und dann eine Prüfung. Und ich habe jetzt schon ein bisschen mit meinem Bruder geübt, weil man muss halt da so Übungen machen, Slalom fahren und dies, das, und dass ich da halt einfach sicher bin. Ja, aber mach da einen Motorradaufstiegführerschein und dann mal gucken, ob wir uns dann Motorräder kaufen werden. Weil, also Niklas macht auch gerade einen Motorradführerschein und ja, er schaut auf jeden Fall schon immer kräftig nach Motorrädern. Deswegen bin ich mal gespannt, was daraus wird. Aber ja, ich freue mich, auch den Aufbauführerschein zu machen. Und ja, ich mache irgendwie gerade solche Sachen, entwickle mich so weiter, habe mir Pläne gemacht. Ist auch irgendwie jetzt schön gewesen, so, weil ich lebe jetzt seit einem Jahr eigentlich alleine und habe mich jetzt auch sehr daran gewöhnt. Also es ist am Anfang schon immer ein bisschen so schwierig und komisch. Aber mir ist jetzt alles perfekt eingerichtet. Da mit den Katzis ist einfach gerade alles so perfekt. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Und ja, für immer will ich nicht hier bleiben, weil ich mir selber auch die Frage oft gestellt habe. Also ich war und ich wusste nicht, ob ich so zufrieden war in Heidenheim, weil eigentlich nicht, weil ich weiß nicht. Ich bin hier halt schon immer geboren. Heidenheim ist schon echt cool, weil wir haben alles, was man braucht. So, wir haben coole Sachen, wir hatten ja Autokino auch während Corona. Wir haben Schwimmbäder, wir haben Freibäder, meine Family ist hier. Deswegen ist es schon cool, aber so als junger Mensch, ja, würde ich schon noch mal gerne irgendwann mal was anderes sehen. Deswegen, also meine Pläne sind schon, dass ich so die nächsten Jahre wieder irgendwo anders hinziehe. Gerne Richtung München. Ich würde ja gerne auch noch mal ins Ausland irgendwie gehen. Aber man wird sehen, irgendwie, wie das sich alles so entwickelt und wie das dann alles so, ja, läuft. Und keine Ahnung, ich kann da jetzt einfach noch nichts sagen. Aber mir kam echt immer alles so passend. Deswegen, wenn ich jetzt in 2 Jahren Live-Update drehe, dann ist es wahrscheinlich auch genau richtig so, wie es dann in den 2 Jahren ist. Aber ja, im Moment bin ich sehr zufrieden jetzt hier in Heidenheim, weil ich halt auch sehr viel Zeit mit meinen Geschwistern, meiner Mama, meinem Papa verbringen konnte, also meiner Family. Und halt auch mit Niklas, weil Niklas ja auch hier in Heidenheim wohnt. Ja, ist es so sehr schön gewesen, auch mit meinen Katzis und allem. Das hätte ich wahrscheinlich woanders gar nicht machen können, weil wenn ich ja doch ab und zu weg bin, muss ich ja schon jemand um die kümmern. Und da habe ich eigentlich ganz gut, dass ich dann da jemanden habe, der das macht. Im Moment bin ich hier sehr zufrieden, aber nicht für immer. Also ich will eigentlich sehr gerne in den nächsten 2 Jahren irgendwie nochmal Richtung München eigentlich am liebsten ziehen. Dann habe ich ja hoffentlich auch meinen Master fertig. Sagen wir so in 2,5 Jahren. Aber das sind so meine Pläne. Also wenn ich jetzt mit dem Bachelor fertig werde, was wahrscheinlich nächstes Jahr sein wird, will ich meinen Master direkt anfangen im Anschluss. Und genau, das sind so zurzeit meine Pläne. Ja, und eine Neuigkeit, die ich noch gemacht habe in den letzten 3 Monaten. Ich habe angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten. Ja, also irgendwie habe ich halt gedacht, jetzt habe ich gerade die Zeit, sonst macht man sowas ja nicht. Und ich mag neue Herausforderungen. Ihr wisst, ich liebe Sport, ich liebe sowas. Ja, und jetzt arbeite ich seit ungefähr 3 Monaten so ab und zu nebenher im Fitnessstudio. Und das ist ganz cool, also gefällt mir echt gut. Ja, einfach auch mich mehr mit nochmal mit Sport zu befassen und mehr, also einfach auch nochmal, ich wollte, ich,
ich mag immer neue Herausforderungen und ich fand es schon, ich war ja schon viel alleine. Nee. Und auch dadurch, dass ich jetzt den ganzen August eigentlich weg war, also meine Zeit, auch mein Sommer ging super schnell vorbei. Ja, auch dass ich eigentlich fast den ganzen August weg war, weil ich da im Urlaub war, ging jetzt meine Zeit oder das letzte halbe Jahr auch super schnell rum. Und das Krasse ist, weil ich halt dieses Jahr nicht so viel erlebt habe, also schon viel, aber nicht so viel wie sonst, weil sonst sind wir ja dreimal pro Monat irgendwo anders, ja, kam mir das Jahr viel kürzer vor. Also es ist voll heftig. Irgendwie kommt mir es auch noch, als ob ich letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Nürnberg war, das kommt mir irgendwie so vor wie vor 3 Monaten einfach. Das ist, war irgendwie das Jahr einfach so schnell rumging, weil halt nicht so viele Ereignisse passiert sind. Weil letztes Jahr war ja wirklich Tomorrowland, dann nach Indien, dann da irgendwo hin, dann nochmal in Urlaub, dann nach Marokko auf die Sahara-Tour. Also irgendwie ging die Zeit da eigentlich, oder ich weiß nicht, man hat halt mehr gemacht. Ja, und jetzt halt ging halt irgendwie meine Tage gefühlt schneller vorbei, weil halt irgendwie da nicht so bedeutende Sachen immer passiert sind. Versteht ihr irgendwie so, was ich sagen will? Ist bei euch das Jahr auch schneller vorbeigegangen oder nur bei mir? Also ich habe jetzt wirklich die Zeit sehr genossen zu Hause oder ich genieße es auch immer noch gerade. Mein Studium fängt ja wie gesagt in 3 Tagen wieder an. Da geht es dann auch wieder los. Ich versuche, also ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ob ich das jetzt versuche, erst in Winter zu schieben ein bisschen und erst dann im Winter mache oder ob ich jetzt dann gleich schon anfange, jetzt im September noch zu studieren. Weil bei mir ist immer so, ich will immer alles so abarbeiten. Wenn ich so Punkte habe, ich will die immer weg haben. Ja, aber das sind jetzt eigentlich so meine Pläne. Ihr wisst jetzt auch ungefähr, was so die nächste Zeit geht. Es sind keine weiteren Reisen geplant. Ich weiß nicht, wann ich wieder fliege, wohin ich fliege. Ich plane das mit Chris im November und sonst auch Weihnachten, Silvester wird wahrscheinlich alles hier sein, denke ich mal, bei Familie. Das ist einfach voll krass irgendwie. Es gibt halt bei mir jetzt nicht mehr so viele Optionen und ja. Ich genieße es aber trotzdem hier zu Hause sehr. Ich habe ja sehr viel gekocht. Ich tue lauter neue Sachen ausprobieren. Das finde ich auch ganz cool, dass ich dafür Zeit habe. Macht mir sehr viel Spaß. Dann habe ich übrigens noch, das habe ich gar nicht erzählt, gar nie eigentlich. Ich habe im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten. Also nur so nebenher, ab und zu, ganz wenig. Aber ich wollte irgendwie noch meine neue Herausforderung und ich weiß nicht, ich finde Arbeiten schon wichtig. Also dass man halt einfach mal von zu Hause wieder rauskommt, weil wenn man so gar keine Aufgabe hat und so ein bisschen in den Tag hineinlebt, das ist für mich immer super schwierig und ich will manchmal schon so, dass ich irgendwo hingehen muss und was machen muss. Ja, und denke, das tut meinem Lebenslauf auch ganz gut, also weil mich ja eh Sport auch interessiert und ja, macht mir auf jeden Fall richtig Spaß, finde ich echt cool, dass ich das mache. Eben, man wird sehen, wie lange, ob wenn wir wieder anfangen zu fliegen, ob das mir dann zu viel wird alles, aber ja, im Moment, genau, habe ich das noch neu gemacht. Aber meine Pläne sind jetzt auch, dass ich wieder mich mehr mit YouTube befasse, dass ich wieder coole, lustige Videos drehe, auch wenn ich die hier zu Hause drehe. Ich habe auf jeden Fall mir ein paar Ideen gemacht, habe mir ein bisschen Sachen über den Sommer jetzt überlegt und ja, ich hoffe, ihr hattet auch einen sehr schönen Sommer, so wie ich. War echt sehr schön, sehr entspannt. Ich bin so glücklich, ich habe so coole Sachen gemacht, irgendwie halt auch so hier so zu Hause und ich fühle mich jetzt richtig wohl und ja. Wenn euch mein Live-Update gefallen hat, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, irgendwelche anderen Sachen, was ich noch anschneiden soll, dann schreibt es mir doch bitte gerne in die Kommentare, auch wenn ihr irgendein Feedback habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, und dann sage ich danke, dass ihr das Video angeguckt habt und dann bis zum nächsten Video. Tschüssi!